Hallo, wieder einmal ist es das Thema Trichomonaden, was uns beschäftigt. Aufgrund einiger Nachfragen dazu im Zusammenhang mit AgilCare möchte ich hier noch etwas mehr Informationen geben. Das würde mich freuen, wenn meine Informationen Ihnen hilfreich sind und noch mehr Verständnis bringen für Trichomonaden. Ich möchte darauf hinweisen, dass mein Ansatz, die Trichomonaden mit AgilCare zu behandeln, natürlich davon abweicht, was die große Pionierin Tamara Lebedeva in ihrem Buch beschrieben hat. Sie hat ein ganz anderes Vorgehen. Sie geht medikamentös vor. Das würde ich sagen mal nicht alternativ sehen zur Anwendung von AgilCare, sondern ich würde das als Ergänzung sehen. Und ich glaube, dass wir viele Stellen haben, wo wir mit den Medikamenten die Trichomonaden nicht komplett, sagen wir mal, erwischen, erreichen, zerstören, eliminieren, dezimieren und dass uns das nach meinem Ansatz mit AgilCare besser gefällt. Zum Glück haben wir mehrere Frequenzmuster gegen Trichomonaden, auch gegen die drei von Tamara Lebedeva bezeichnet unterschiedlichen Formen der Trichomonaden. Und das ist wichtig und ich möchte Ihnen hier also ans Herz legen, sich das folgende, ungefähr noch 50 Minuten dauernde Video anzusehen. Da kann man zu Trichomonaden sehr viel lernen, die Bedeutung erkennen und auch das Vorgehen und die Hintergründe besser verstehen. Mit AgilCare hat natürlich Tamara Lebedeva nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob sie die Anwendung überhaupt kennt, aber wir können ja die Verbindung bringen und stört das nicht, weil AgilCare keine Nebenwirkungen, Risiken oder Gefahren mit sich bringt. Sehen Sie sich also das an, Trichomonad, dort geht es um Krebs, es geht um Herzinfarkt und Schlaganfall, Diabetes und viele, viele andere Erkrankungen. Wenn Sie dem Vortrag folgen, dann ist es leider so, dass Sie dort einige unrichtige Übersetzungen vom Russischen ins Englische haben. Das tut mir leid, aber es tut hoffentlich der Informationsfülle, die bei uns zu mehr Wissen beitragen sollte, keine wesentliche Einschränkung dafür. Wer also mehr darüber wissen will, dem empfehle ich die Bücher, aber auch unsere Anwendungen. Hier habe ich eingetragen den Link, wer also ein AgilCare besitzt, um dort im Katalog die verschiedenen Anwendungen von AgilCare bei Trichomonaden zu finden. Das finden Sie auch in der Anwendung selbst. Und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Sammeln neuer Erkenntnisse, wenn Sie dem Vortrag folgen. Wissenschaftler sind oft einsame Menschen. A, weil sie sehr oft vor dem Mikroskop sitzen, weil sie sich viele Ideen durchgehen lassen durch den Kopf. Aber auch B, weil wenn sie dann etwas gefunden haben, dann wissen sie immer nicht, wem sie das sagen sollen. Dann überlegen sie sich, wem sie sagen sollen. Und wenn es in ein System reinpasst, dann ist es gut. Dann kriegen sie einen Nobelpreis und alle Journalisten kommen. Aber was ist eigentlich mit all den Wissenschaftlern, die etwas herausfinden, das nicht so recht zum Establishment, zum Mainstream in der Medizin oder in der Wissenschaft im Allgemeinen gehört? Was passiert mit denen? Die werden teilweise sehr einsam und sterben auch oftmals als einsame Menschen. Unsere nächste Sprecherin, Frau Lebedeva aus Moskau, ich freue mich sehr, dass sie die lange Reise hierher gemacht hat, hat vor vielen Jahren herausgefunden, dass Tumore, wie sie meint, gar keine menschlichen Zellen sind. Jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen. Tumore sind eventuell keine menschlichen Zellen. Das möchte niemand hören. Auf der ganzen Welt möchte so etwas niemand hören. Und deshalb hat man sie auch seit 20 Jahren versucht, überall sozusagen in die Ecke zu stellen, als, ich sage einfach mal, verrückte Dame, esoterische Spinnerin, als was auch immer sie hat erdulden müssen. Nichtsdestotrotz gibt es mehr als 300.000 Menschen auf dieser Welt, die ihre Bücher gekauft haben. Und es gibt Millionen von Menschen, die ihre wissenschaftlichen Arbeiten gelesen haben. Sie kann nicht ganz so verrückt sein. Auch ich muss zugeben, ich verstehe nicht so recht, was sie tut. Ich verstehe nicht so recht alles, was sie sagt.
Aber ich muss auch zugeben, ich habe keine gegenteiligen Beweise gefunden, dass das, was sie sagt, nicht stimmt. Das ist manchmal auch sehr wichtig, weil sehr oft verstehen wir überhaupt gar nicht bei einer Sache, um was es geht, vor allem bei Krebs. Wir wissen bis heute nicht genau, was Krebs ist. Und deshalb ist es manchmal wichtiger zu wissen, was es nicht ist. Ich freue mich wirklich heute zum ersten Mal, wie ich weiß, in Deutschland vom Publikum zu hören, was Frau Lebedeva herausgefunden hat. Und auch wenn es für Sie eine wirklich große, wie der Herr Pertl sagen würde, geistige Herausforderung ist, das zu hören, muss ich Ihnen sagen, wenn Sie wissen, was falsch ist an der Theorie von Frau Lebedeva, sagen Sie es mir. Ich habe es bis heute nicht gefunden, obwohl es nicht in mein Weltbild passt. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Trotzdem habe ich Sie eingeladen, weil ich gedacht habe, ich möchte das von ihr hören und ich möchte mit ihr mich mehr auseinandersetzen. Bitte begrüßen Sie ganz recht herzlich aus Moskau Frau Tamara Lebedeva. Guten Tag, meine Damen und Herren. Я очень рада, что вы внимательно слушаете, что вы пришли сюда. Sie ist sehr froh, dass Sie sehr Aufmerksamkeit hier zuhören. И что вы немножко успели отдохнуть. Und dass Sie auch eine kleine Erholungspause haben jetzt einlegen können. Потому что моя лекция будет значительно серьезнее. Weil das, was ich Ihnen erzählen möchte, ist etwas Seriöses und Ernstes. Она касается непосредственно проблемы рака. Das betrifft halt die Krankheit Krebs. Который как война вошел буквально в каждый дом, в каждую семью. Das ist eingebrochen wie ein Krieg in jede Familie, in jeden Haushalt. Тоже случилось и в моей семье. Und das ist auch in meiner Familie geschehen. Моем роду все умирали от рака. In meiner Familie sind alle vom Krebs gestorben. И когда умер младший брат, я поняла, что следующая очередь моя. Als mein junger Bruder gestorben ist, habe ich verstanden, dass die nächste ich an der Reihe bin. Я заинтересовалась этой проблемой. Ich habe mich für dieses Problem interessiert. И когда узнала, что онкологи заявляют якобы рак возникает в результате того, что нормальные клетки превращаются в опухолевые. Als ich gehört habe, dass die Onkologen behauptet haben, dass die einfachen Zellen haben sich in den Tumoren verwandelt, я в это не поверила. Habe ich das nicht geglaubt. А если нет, то что такое раковая клетка? Aber wenn das nicht so sein soll, was ist denn eigentlich Krebszelle? И потом, если исходить из того, что мы большинство верующие люди, Und wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich gläubige Menschen sind, нельзя было поверить, что Бог, создав человека с его разумом, könnte ich nicht glauben, dass Gott Menschen geschafft hatte mit einem gesunden Verstand, одновременно основы его клетки, ткани создал некачественные. Aber dafür einen Körper von Menschen eigentlich einen kränklichen geschafft hat. Которые способны превращаться в убийц самого человека. Dem seine Zellen im Körper haben Möglichkeiten, den Menschen zu töten. Задумался я об этой проблеме 20 лет тому назад. Ich habe mit dem Problem angefangen, mich vor 20 Jahren zu beschäftigen. И только спустя 7 лет вышла на того паразита, который я приняла за опухолевую клетку. Allerdings habe ich erst vor 7 Jahren es herausgefunden, welche Zelle dafür verantwortlich gemacht werden könnte. Этим паразитом, как ни странно, оказалась трихомонада. Und dabei hat sich herausgestellt, dass diese Zelle eine Trichomonade wäre. Как правило, множество людей знает о вагинальной трихомонаде. Viele Menschen kennen eigentlich nur die vaginalen Trichomonaden, которые передаются половым путем. Die man eigentlich nur auf einem sexuellen Art zu beschaffen könnte. Но в организме человека паразитируют 3 вида трихомонад. Allerdings ein Mensch hat 3 Arten von Trichomonaden. Ротовая, Mundhöhlen, кишечная, Darmtrakt и вагинальная. Und vaginalen. Карандаш. Если бы в организме человека трихомонада существовала в вегетативной стадии,
Wenn die Trichomonaden im menschlichen Körper im Anfangsstadium sich befindet, то она была бы узнаваемой. Dann hätte man sie so erkennen können. Но, к сожалению, это одноклеточный паразит бесполый. Allerdings, es ist ein einzelner Parasit ohne Pol. И поэтому при каждом делении этого паразита возникает как бы новый вид, новая особь. Und deshalb, wenn dieser Parasit sich anfängt, sich zu teilen oder zu vermehren, tut sich auch das gesamte Aussehen sich zu verändern. Таким образом, этот паразит может не сохранять или изменять свою форму. Aus dem Grund kann man den auch nicht rechtzeitig erkennen, weil ja seine Form verändert. Поэтому под влиянием иммунитета, либо сопутствующими клапулоры или других условий, она может переходить в амебовидную форму. Das heißt, wenn ein Mensch ein schlechtes Immunsystem hat oder andere Einflüsse von der Umwelt hat, kann man diese Zellen nicht so einfach erkennen. В этом случае отбрасываются жгутики. Die Fühler tun sich dann wegzaubern. Так, втягивается аксостиль и ундулирующая мембрана. Und es tut sich auf eine runde Zelle sich umdisponieren mit einem Kern drin. И трихомонада переходит в вот такую амебовидную форму. Und dann wird sie in der Form, wie sie jetzt gerade aufgezeichnet hat. Может быть и безъядерной, с хроматиновыми зернами. Oder sie wird durchsichtig bleibt sie durchsichtig mit kleinen Pünktchen drin. Если размер трихомонады 12-17 микрон. Wenn der Durchmesser von der Trichomonade 12 bis 17 Trichomen sind. Эта форма может доходить до 30-40 микрон. Dann diese Form kann bis 30-40 Mikromen betragen. Но и это не все. Allerdings, das ist nicht alles. Амебовидная форма, переходная форма. Die Übergangsform. И трихомонада может приходить в маленькие цистоподобные формы. Kann in einen kleinen unabhängigen Formen übergehen. Вот эту клетку в организме человека, которых оказывается очень много во время заболевания раком, назвали раковой клеткой. Und diese viele Zellen, die im menschlichen Körper, die an Krebs erkrankt sind, kann man sehr, in sehr großen Mengen nachweisen. Deshalb hat man die auch als Krebszelle benannt. Это цистоподобная форма, еще называется почкующаяся. Das ist auch eine zystenartige Form, die man nennt als kann man nennen, wenn die sich Kolonien bilden. Потому что эти цистоподобные формы могут размножаться путем деления. Und die vermehren sich, indem die sich teilen. Но когда дочерняя клетка, не делившись от материнской, дает начало новым клеткам, так образуются колонии. Und wenn die Schwesterzelle sich von der Mutterzelle trennt, tun sich mehrere Kolonien bilden. Эти колонии возникают и растут в течение года, двух или десятков лет. Und diese Kolonien wachsen in einem, zwei bis Jahrzehnten. И вот эти колонии онкологи ошибочно назвали раковой опухолью. Und Onkologen fälschlicherweise haben diese Kolonien als Geschwülste benannt. Это открытие было сделано и зафиксировано еще в 1990 году. Diese Entdeckung haben die schon im 1990er-Jahr entdeckt. Und sie dachte, die Onkologen wären froh, dass man eigentlich ein Anfang von einer Krebszelle gefunden worden wäre. Allerdings leider ist es nicht passiert. Вы сами знаете, что онкология является элитой медицины. Sie wissen selber, dass die Onkologen eine Elite der Gesellschaft ist. А если исходить из того, что раковая клетка – это трихомонада, безжгутиковая? Und wenn man davon ausgeht, Trichomonade eine Krebszelle ist? Это значит, что онкологи занимаются последней стадией трихомоноза. Das heißt, dass die Onkologen beschäftigen sich nur mit Endstadium von der Trichomonade. С этим они не хотят согласиться. Und mit dem, was sie erfunden hat, möchten die sich nicht zufrieden geben. Но это нужно нам, людям. Allerdings, wir Menschen,
Потому что если бы онкологи признали, что возбудителем рака является трихомонада, значит, можно остановить эту болезнь на ранних стадиях ее развития. Müssten wissen denn auch, wenn die Onkologen diesbezüglich nicht unternehmen, dass wir selber dafür kämpfen, dass wir den Krebs besiegen könnten. Именно поэтому und deshalb мной был издан Атлас клеток крови и паразитов человека. Habe ich ein Buch herausgegeben, wo es über Blut und die Zellen alles beschrieben ist. Здесь более 100 фотоснимков крови. Sind viele mikrobiologische Aufnahmen drin. И трихомонада представлена во всех формах. И жгутиковая есть, и амебовидная, и цистоподобная. Die Trichomonaden sind in mehreren Formen dargestellt worden. Но надо иметь в виду, что не у всех онкобольных можно встретить в крови трихомонаду в большом количестве. Allerdings muss man berücksichtigen, dass nicht alle krebserkrankte Menschen haben viele Trichomonadenzellen im Blut. Обычно это происходит, если имеет дело с раком крови, лимфогранулематозом, лейкозом, лимфомой. Die Mehrfach von den Trichomonaden im Blut findet man bei Menschen, die Entschuldigung, Blut, Krebs im Blut haben. Wenn man findet, alle anderen Bakterien, die zusätzlich noch dabei sind, dann merkt man, dass wenig Trichomonaden im Blut sind. Но зато там много других микробов. Allerdings spielt es auch mit eine große Rolle. Могут быть стрептококки. Kann auch sein, dass es Streptokokken sind. Chlamydien. Mykoplasmen. Uriplasmen. Chiroplasmen. Cytomegalovirus. Cytomegalovirus. Грибки и другие. Грибки. Пильце и другие микробы. Wie auch alle andere Arten von Bakterien. Это трихомонада, как являясь паразитом полостей, при неблагоприятных условиях может проникать в глубь организма и в кровь. Wenn der menschliche Organismus nicht leicht erkrankt ist, dann können schnell die Bakterien ins Blut gelangen. Вместе с собой она увлекает вот эти микробы, которые передаются половым путем. Und Mehrzahl von diesen Bakterien tun sich auf sexuellem Wege ins Körper gelangen. Но для размножения трихомонад требуется при благоприятных условиях 3 часа, 3 с половиной. Allerdings, damit sich die Trichomonaden vermehren, braucht man 3 bis 3,5 Stunden. А микробам нужно 30-40 минут. Und für die Bakterien braucht man allerdings nur 30 bis 40 Minuten. И размножаются они в геометрической прогрессии 2, 4, 8, 16 и так далее. Vermehren tun die sich nach geometrischer Weise 2, 4, 6, 8 und so weiter. И поэтому их накапливается больше, и они вытесняют трихомонад из крови в ткани, и те уходят в ткани. Und deshalb tun die Bakterien, die sich vermehren, die Trichomonaden aus dem Blut rausdringen und die gelangen dann ins Gewebe. И там образуют устойчивые колонии, которые называются опухолями. Und dort im Gewebe bilden sich dann Kolonien, aus denen sich dann Geschwülste hervorrufen werden. Если опухоли образуются в органах и ткани, онкологи говорят, это рак. Und wenn diese Geschwülste dann im Gewebe bilden, dann sagen die Onkologen, das ist Krebs. Если новообразования образуются в стенках сосудов, кардиологи говорят, это тромбоз. Und wenn man das im Herzbereich findet, sagt man, es wäre Thrombose. Если тромбы перекроют сосуды сердца, это может вызвать инфаркт. Und wenn diese Thrombose ins Herz, in Nähe vom Herz gelangen, kann das einen Herzinfarkt hervorrufen. Если перекроются сосуды головного мозга, возникнет инсульт. Und wenn das in den Kopf gelangt, kann es einen Tumor im Kopf geben. Перекроются сосуды половых органов у мужчин, это может вызвать импотенцию. Bei einem Mann, im Genitalbereich kann es eine Impotenz hervorrufen. Перекроются фаллопиевые трубы у женщины, вызовет женское бесплодие. Bei einer Frau kann es genauso sein mit Gebärmutter.
Если трихомонады проникнут в простату и будут, можно сказать, и поедать сперматозоиды, и ослаблять их своими токсинами, это может вызвать мужское бесплодие. Bei einem Mann kann es auch in der Prostata gelangen und wird genauso eine Impotenz hervorgerufen. Как видите, болезней много. Wie Sie sehen, Krankheiten gibt es viele. Лечат их разные врачи. Auch viele Ärzte versuchen es zu heilen. А причина одна. Allerdings die Ursache ist nur eine einzige. Trichomonade plus сопутствующая патогенная микрофлора. Trichomonade und ihre Veränderungen in verschiedenen Formen. Тем самым мною было доказано, что наши клетки не превращаются в опухолевые. Und ich habe beweisen können, dass die Trichomonaden sich zum Krebs verändern kann. И что тромбы возникают не в результате стрессов либо физического перенапряжения. Und dass die Tromben tun sich nicht vom Stress sich hervorrufen, sondern auch eine von der Trichomonade abstammen könnte. Все эти болезни имеют биологическую природу. Alle diese Krankheiten haben eine biologische Art. Мы живем в мире. Wir leben in einer Welt, которая окружает нас. Die uns hier einschließt. И разнообразный микромир существует внутри нас. Und alle kleinen Mikroorganismen leben in uns. Это вирусы. Das sind Viren. Bakterien. Грибки. Пильцы. Одноклеточные паразиты. Einzellerparasiten. И многоклеточные паразиты, герменты. Vielzellerparasiten, Germente. Поэтому в основу любого лечения должно быть лежать анализ, выявление тех микробов, которые и паразитов обитают в данном человеке и освобождение от них. Deshalb muss man bei einem Mensch, wenn der erkrankt ist, eine Analyse durchführen, von wo eigentlich jede Krankheit entsteht und dann auch diesbezüglich die bekämpfen, probieren. Поэтому нужно знать, что если болезнь развивалась десятки лет, allerdings, wenn man wüsste, dass die Krankheiten in Jahrzehnten schon entwickeln, то не существует никакой панацеи, никакого лекарства, чтобы излечить за день, за неделю, за месяц. Kann man auch sagen, dass dann nicht nach einem Tag oder nach 10 Tagen man gleich die Krankheit schon heilen kann. То есть любое лечение, при лечении, нужно дать этому процессу обратный ход. Das heißt, für jede Heilung muss man auch diesen gleichen Rücklaufzeit geben, wie die Krankheit entstanden ist. Именно поэтому мною разработана методика оздоровления. Auch deshalb habe ich eine Heilungsmethode entwickelt für diese Erkrankungen. Эта методология состоит из 4 этапов. Und die besteht aus 4 Etappen. Первый этап – очищение. Die erste ist die Reinigung. Очищаются все отделы кишечника. Man reinigt alle innere Organe. Причем начинается, как говорится, снизу. Прямая кишка, толстая, тонкий кишечник. Und man fängt von unten an und geht bis nach oben. К сожалению, сейчас тонкий кишечник никто не чистит. Allerdings, so machen sehr wenige Ärzte. А именно там основное скопление гельминтов. Das wäre aber wichtig, weil in den Darmen befinden sich die meisten Bakterien. И гельминты, как и трихомонады, есть у всех. Und Helminte als auch Trichomonaden haben alle Menschen im Körper. Но в разных количествах и в разных сочетаниях. Allerdings in verschiedenen Mengen. Чем человек здоровее, моложе и сильнее, тем у него всего этого меньше. Ist der Mensch umso jünger, gesünder, hat also auch weniger Bakterien. Ist er älter, hat er auch mehr Bakterien im Körper. Хотя первые заражения происходят еще в утробе матери. Die ersten Ansteckungen passieren im Körper der Mutter. Поэтому очень важно, чтобы мать и отец были здоровыми. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass Mutter und Vater sehr gesund sind. И когда происходят выкидыши, und wenn passieren Fehlgeburten, это значит, организм матери инфицирован. Das heißt, dass der Körper von der Mutter infiziert ist. И матка избавляется от плода, который будет развиваться неполноценным. Deshalb tut der Körper auch diesen Embryo abstoßen, weil meint, dass der nicht gesund gebären werden könnte.
Именно поэтому я предлагаю проводить в году во всей жизни человека всего три обследования. Deshalb tue ich für einen Mensch dreimal im Jahr Kontrolluntersuchungen vornehmen. Первое обследование желательно проводить перед подачей во время подачи заявления в ГАЗ, в ЗАГС. Die erste Untersuchung tut man dann vornehmen, bevor man eigentlich die Leute sich kennenlernen. Если жених и невеста будут отдельно обследованы и пролечены сохранением медицинской тайны. Wenn die Leute, bevor die sich zusammenkommen, untersuchen sich und meinen, die sind gesund, то это будет гарантировать рождение здорового ребенка. Dann kann es auch garantieren, dass das Kind gesund geboren wird. Еще обследование нужно проводить, когда детям исполняется 10-12 лет, до подросткового возраста. Danach muss man auch ein Kind untersuchen, wenn etwa 10-12 Jahre alt wird. Дело в том, что когда уже взрослеет ребенок, то у него образуется много гормонов, половых гормонов. Weil das Problem ist, wenn das Kind sich entwickelt, in der Zeit tun sich auch die hormonellen Zellen sich entwickeln. А половые гормоны являются хорошей подкормкой для трихомонад и стимулируют их размножение. Und die sexuellen Hormone für ein Kind von einem Kind ist eine sehr gute Nahrung für eine Trichomonade. Поэтому если ребенок либо будет пролечен, либо будет здоровый, то у него не будет больших проблем в подростковом возрасте. Und das heißt, wenn man rechtzeitig diese Untersuchungen vornimmt, dann ist das Kind auch gesund und dann wird es auch später weniger Probleme geben. И третье обследование – это в возрасте 40 лет. Und die letzte Untersuchung kann man mit 40 Jahren vornehmen. Когда мужчинам уже грозит импотенция. Wenn dem Mann droht die Impotenz. И у женщин тоже угасание их детородной деятельности. Und wenn man auch meint, man kann keine Kinder mehr bekommen. Поэтому, если в это время тоже обследовать и пролечить, то будет продолжен детородный период и, естественно, продолжительность жизни. Deshalb ist es auch wichtig, in dem Alter diese Untersuchungen vorzunehmen, damit man auch mit aller Ruhe weiter das Leben genießen kann. Это необходимо еще и по другой причине. Das ist auch für eine andere Sache sehr wichtig. У нас мужчины полигамны. Unsere Männer sind sehr anfällig. Поэтому, когда они прошли обследование и женились, и настроились, допустим, создать семью, родив трех детей, Als unsere Männer sich oder verheiratet haben und haben schon drei Kinder gemacht. В этот период они будут еще верны своей жене. Von Anfang sind die treu noch den Frauen. А затем возможны различные измены, что присущи мужчинам. Allerdings danach können mehrere Meinungsverschiedenheiten geben. Поэтому явно у них появятся проблемы к 40 годам. Deshalb kann sein, dass es mit 40 Jahren dann auch Probleme auftauchen können. За счет инфекции, передающейся половым путем. Dass man mit auf einem Sexualwege mit den Bakterien anstecken kann. Обследование покажет, что у них действительно ухудшилось здоровье, и они потом сделают выбор, либо вести себя здоровый образ жизни и жить как можно дольше, либо уже наблюдаться у врачей. Deshalb sieht man bei den Untersuchungen in dem Alter, dass wenn man etwas freiwillig nebenher mal sich Spaß gegönnt hat, viele Bakterien sich angesteckt hat und man kann sich dann selber entscheiden, entweder lebt man gesund oder man genießt das Leben weiter. Итак, мы возвращаемся к очищению. Und jetzt tun wir uns zur Reinigung zurückkehren. После очищения всех отделов кишечника, nach Reinigung aller inneren Organe, нужно прочистить печень, muss man die Leber reinigen, почки, кровь, Blut und Leber. Причем одним очищением не обойтись. Mit einer Reinigung ist es nicht genug. К сожалению, гельминты обитают у нас не только в тонком кишечнике и в печени. Die Helminthe sind leider nicht nur im Darm, но и в поджелудочной железе. Die sind auch in anderen Teilen der Organe. А их личинки, особенно, например, аскарид, в легких, бронхах. Die können auch in Lungen sein, in Bronchen.
Und die können auch ins Kopf gelangen. Мы всего этого не знаем, но это не значит, что это не существует. Das wissen wir alles nicht, aber das heißt auch nicht, dass es nicht so sein könnte. И, конечно, мы не привыкли заниматься чисткой своего организма. Wir sind es nicht gewöhnt, mit Reinigung des Körpers sich zu beschäftigen. И здесь было бы очень хорошо, если бы официальная медицина и врачи-натуропаты сейчас обратили на это внимание. Es wäre wichtig, wenn auch die Mediziner sich diesem widmen würden und der Menschheit es raten würde. Второй этап – это питание. Die zweite Etappe ist die Ernährung. Это значит, может быть, питаться в соответствии с группой крови. Das heißt, man muss gucken, dass man auch das Blut richtig ernährt. Раздельное питание. Dass man eine gewisse Abweichungen vornimmt. Und es ist wichtig, dass man guckt, dass man das Blut nicht mit Helminthen ansteckt. Это значит, не брать клубнику с земли или огурчик с грядки. Das heißt, man sollte nicht Erdbeeren oder Gurken ungewaschen essen. Они красивы на вид и вкусные, но там много различных микробов. Die sehen zwar schön aus, wenn man das gleich pflückt, aber man sollte das vorher waschen, weil sehr viele Mikroorganismen tun diesen Sachen umhüllen. Зелень, петрушка, сельдерей, ее желательно опустить в соленую воду. Grünzeug wie Lauch oder Dill sollte man in Salzwasser legen. Чтобы личинки всплыли, а потом еще обдать кипятком. Dann tun sich die Mikroben hochschwimmen und danach sollte man das Grün mit heißem Wasser übergießen. Об этом написано в моей книге питания. Das ist auch in meinem Buch Ernährung beschrieben. Третий этап – это медикаментозное лечение. Die dritte Etappe ist die medizinische, das heißt, mit Medikamenten sich zu heilen. Против грибков. Gegen Pilze. Trichomonad. Trichomonaden. И сопутствующие микрофлоры. Und mit Geschwülsten im Körper. Если взглянуть на свой язык, все увидят белый налет. Wenn man aufs Gesicht guckt, da sieht man, wenn man aussieht, weiß als Eis. Это грибки кандида. Das sind Pilze кандиды. Если есть на языке, значит дальше есть и на слизистой пищевода и пищеварительного тракта. Und die tun auch über Mund in das Körper gelangen. Здесь легко убедиться, у кого грибки есть, у кого нет. Hier kann man auch sehr schön und schnell sich überzeugen, wer diese Pilze hat, wer nicht. И четвертый этап – это иммуностимуляция. Und die vierte Etappe ist Immunsimulation. Оно применяется и при лечении в виде иммуностимулирующих препаратов. Die kann man auch zur Heilung von Immunsystem benutzen. И как самостоятельные процедуры. Oder wie selbstständige Prozeduren. С помощью натуральных средств. Mit natürlichen Heilmitteln. Естественно, курсы лечения проводятся не один раз. Natürlich kann man das nicht mit einem Mal alles erreichen. И о результатах лечения можно опять судить по анализу крови. Und die Resultate kann man natürlich alles mit dem Blut untersuchen. То есть можно проверить кровь до лечения и после лечения. Man kann das Blut vor der Heilung und nach der Heilung vergleichen. Естественно, есть и другие методы диагностики. Es gibt auch natürlich andere Methoden und Diagnosen. Я обратила внимание, здесь только одна моя книга продается. Sie hat gesehen, dass hier eigentlich nur ein Buch verkauft wird. Возбудитель рака открыт. Wegen Krebserreger. Продолжением вот этой проблемы есть вторая книга. Es gibt einen zweiten Buch. Излечимые и неизлечимые болезни. Heilbare Krankheiten. Здесь я доказываю, что не только рак, но и псориаз. Nicht nur Krebs, sondern auch Psoriase. Рассеянная склероз. Sklerose, Diabetes и другие болезни имеют ту же природу. Auch andere Krankheiten haben ihre eigene Natur. Это разное проявление тех же трихомонад, воздействие их на человеческий организм. Und im Grunde kann man verfolgen, dass eine Ursache in der Trichomonade zurückzuführen wäre.
Und natürlich auch, wenn man untersucht die Mikroflora. И уже вышла книга очищения, которая даст возможность заняться чисткой. Deshalb hat sie auch ein Reinigungsbuch herausgebracht. Я это занимаюсь уже несколько лет и понимаю, что этот процесс нужно ввести в образ жизни. Sie tut sich mit dem Problem schon seit einigen Jahren beschäftigen und weiß, dass es auch sehr wichtig ist. Мое время закончилось. Спасибо вам за внимание. Ihre Zeit ist leider zu Ende. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ja. Herzlichen Dank, Frau Lebedeva. Fragen. Herr Dr. Spinetti, Sie vielleicht sagen Sie hier was rein. Kommen Sie hoch, Herr Spinetti, Sie kennen sich da. Ja, danke, dass ich noch ein Wort sagen darf. Ich finde es außerordentlich wichtig, dass Spezialisten aus verschiedenen Gebieten zusammenkommen, weil Samuel Hahnemann gesagt hat, nicht nach langen Studien, dass die Ursache der meisten chronischen Krankheiten parasitärer, infektiöser Natur ist. Und in der Homöopathie hat man die Psychosis, ist eine der drei großen Miasmen für die Homöopathen. Auf dem Boden der Psychosis entstehen sehr viele Krebse und die Parasiten, die verantwortlich sind für die Psychosis. Heutzutage weiß man, ist der Gonococcus zusammen mit Chlamydien und mit Trichomonaden und Ureoplasmen und gerade diese Mikroorganismen, wo da erwähnt wurden. Und da finde ich, muss etwas sehr Wahres dabei sein, weil in der Homöopathie hat man das auch ganz genau beobachtet. Nur dort, anstatt dieser Ansatz der Therapie zu verwenden, gibt man einfach die passenden homöopathischen Mittel. Aber die theoretischen Grundlagen sind genau dieselben. Und ich wollte vielmals danken für diesen sehr schönen Vortrag und diese große Forschung. Danke sehr. Meine Frage wäre, gibt es Kliniken in Deutschland, die diese Therapien durchführen, von denen Sie gesprochen haben? К сожалению, нет, но мне очень приятно, что есть врачи, и уже подходили ко мне, которые прочитали все четыре книги, переведены на немецкий язык, и занимаются лечением с учетом вот этих знаний. Leider gibt es in Deutschland keine Kliniken, die diese Methoden anwenden. Allerdings ist sie froh, dass viele deutsche Ärzte oder Naturheilpraktiker die Bücher gelesen haben und versuchen, diese Methoden schon anzuwenden. Das wäre meine zweite Frage. Das heißt also, es könnte jemand, wenn er Ihre Bücher gelesen hat, unter Umständen auch persönlich mit einer Therapie diese Theorie bestätigen, ja. In der offiziellen Medizin haben sich auch Sachen geändert. Nicht weit entfernt hat man eine Entdeckung gemacht. Die haben etwas aus ihren Büchern rausgepickt und tun auch jetzt schon anwenden. Früher hat man die onkologisch erkrankten Menschen mit als Immunsystem gedrückt worden ist, geheilt. То сейчас, сохраняя травмирующие методы лечения, одновременно и повышает иммунитет. Und jetzt durch diese Untersuchungen, die sie gemacht hat, mit den Methoden, tut man dieses Immunsystem stärken und bestehen bessere Heilungschancen. Более того, вену вводит 0,5% метродил, метронидазол. In die Vene tut man 0,5% Metrodisanol reinführen. И используют противомикробные препараты. Und tut man auch antimikrobischen Präparaten benutzen. То есть изменения произошли в официальной медицине. Also das heißt auch in der offiziellen Medizin sind schon Änderungen vorgekommen. Weitere Fragen? Ich fange links an und gehe dann nach rechts. Frau Dr. Lebedeva,
Sind Sie informiert über die parallelen Forschungen von Ihren Kollegen, die auch Biochemiker sind, zum Beispiel in Kanada, Gaston Nesens oder Frau Dr. Livingston in Amerika, die ja auch Mikroparasiten als Ursache der Krebsinfektion bezeichnet hat, aber die völlig andere Namen geben, zum Beispiel Progenitor Cryptocyte oder Gaston Nesens sagt, das sind polymorphe Somatoiden, oder Dr. Alfons Weber hier in Deutschland hat sie, glaube ich, CA-Protozoen genannt. Sprechen Sie eigentlich nicht alle von ein und derselben Ursache oder sind das unterschiedliche Mikroben? Das würde mich interessieren. Нет, мною доказано, и я еще в 90-м году предлагала главному онкологу стран в России провести исследование. Also die anderen Ärzte kennen sie nicht und 1990 hat sie in Moskau diese Untersuchung nochmal durchzuführen, dass man der Menschheit helfen könnte. При полном конференцзале в онкоцентре. Im onkologischen Zentrum hat sie auch eine Vorlesung gehabt. Я говорила, дайте мне любую опухоль, я переведу их в узнаваемую жгутевую форму, то есть покажу, что это трихомонада. Man soll ihr eine Krebszelle oder einen Tumor ihr zur Verfügung stellen, sie würde dann es beweisen, dass es eine Trichomonade wäre. То есть классическая опухоль, где онкологи говорят, что здесь произошло превращение нормальных клеток в опухолевые, это не будут трансформированные клетки, это будут трихомонады. Sie kann also beweisen, dass die klassischen Krebszellen die Trichomonaden sind. Любая опухоль. Но часто онкологи ошибаются, и скопление гельминтов того же эхинококка кисты они принимают за опухоли. Die Onkologen tun sich auch oft irren, weil die meinen, dass die Trichomonaden, wenn die Zystenform annehmen, die kommen dann leicht vom Weg runter, die irren sich diesbezüglich. В любом случае, любая болезнь, если это не травма. Auf jeden Fall, jede Krankheit, wenn das nicht eine Trauma ist, это есть болезнь, вызванная биологическими возбудителями. Sind alle Krankheiten, die auf biologischem Wege hervorgerufen worden sind. Гельминтами, паразитами, одноклеточными. Хельминты, паразиты, Einzeller, бактериями, грибками, вирусами. Пильцы und Viren. Darf ich noch eine Frage kurz anschließen? Gibt es keine Zusammenarbeit von Biochemikern international, die gerade auf diesem Sektor forschen? Weil ich sehe so viele Parallelen. Und es ist irgendwie schade, dass der eine vom anderen nichts weiß, obwohl er zu denselben Ergebnissen kommt. Со мной никто не работает, кроме натуропатов Германии. Mit ihr hat niemand bis jetzt zusammengearbeitet, außer mit vereinzelten Menschen hier aus Deutschland. Потому что здесь вышли мои книги, и за это спасибо. Weil nur in Deutschland sind ihre Bücher auch verantwortlich worden und dafür dankt sie auch. И потому что мне приглашают с выступлением перед аудиториями. За это тоже спасибо. Und das, sie ist auch dafür dankbar, dass sie auch hier eingeladen worden ist, ihren Vortrag zu halten. Но процесс пошел. И я думаю, что, возможно, Германия станет первой страной, которая покажет всем, в том числе и России, что нужно заниматься этой проблемой, нужно ее решать. Allerdings jetzt ist alles schon in Wege geleitet worden und sie hofft, dass Deutschland etwas erreicht, im Vergleich nicht so, wie sie in Russland gekämpft hat und dort man das nicht akzeptieren möchte. Dankeschön. Lebedeva, wir haben uns bereits einmal kennengelernt. Ich wollte zu der Kollegin sagen, die davor die Frage gestellt hat, wie man diese Therapie erlernen kann. Also Sie müssen zunächst einmal sicherlich die Bücher lesen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass an dem, was Frau Lebedeva hier in Grundzügen demonstriert hat, sehr viel Wahrheit dran ist, aus der praktischen Erfahrung. Ja? Aber wir werden sicher in der praktischen Erfahrung auch kennenlernen, dass es nicht nur die Behandlung der Trichomonade alleine sein kann, das Krebsproblem zu lösen. Dazu gehören genauso die Beurteilung des
Adrenalinspiegels wie die Beurteilung des Säurebasenhaushalts und natürlich auch die geistige Ebene. Aber was ist Ihre Frage? Ich habe keine Frage. Ich wollte der Kollegin vorhin sagen, die ihr diese Frage gestellt hat, wie man das machen kann. Ich habe das also seit März praktiziert und ich habe also erstaunliche Dinge gesehen. Aber man sollte es nicht einfach nur so machen, sondern man muss sich mit der Problematik sehr intensiv beschäftigen, damit man nicht einfach beispielsweise Metronidazol, ich habe also Kollegen aus München gesprochen, die haben gesagt, die haben das Buch gelesen, haben Metronidazol infundiert und haben sich gewundert, dass es also nicht so gewirkt hat. Man muss das gesamte System betrachten und muss sehen, wo ist jetzt das Hauptproblem. Und ein sehr großes Problem sind Parasiten. Ansonsten würde diese Therapie zu einem geeigneten Zeitpunkt eingesetzt nicht so grandiose Erfolge zeigen. Dankeschön. Frau Lipp. Kleinen Moment. Frau Lebedeva, ich habe auch eine Frage. Es ist eine große Diskussion, was ist zuerst da? Der Parasit und Krebs oder zuerst Krebs und dann kommt der Parasit da durch? Изначально паразиты и сопутствующие им микробы. Изначально. Заражение. Als erstes kommen Parasiten, die den anstecken. Когда сопутствующих болезнетворных микробов мало, трихомонады существуют, могут существовать вот в такой и в такой форме. Wenn es wenig Bakterien im Körper sind, dann können die Trichomonaden in den ersten Zeichnungen, wie aufgezeichnet, im Blut gezeichnet werden. In allen möglichen drei Ansteckungsformen. Внутри организма они могут в виде цистоподобных форм, отдельных форм. Und im Körperinneren können die in Zystenform annehmen. А когда накапливается много микробов, которые заставляют трихомонады образовывать колонии, und wenn viele Bakterien im Körper gelangen, erzwingen die Trichomonaden Kolonien bilden. Более того, трихомонады способны выделять фермент гиалуронидазу, с помощью которого они проникают через ткани вглубь организма, в кровь. Tut es denn die Trichomonaden fürs Blut bestimmte Sachen erzwingen? А вот эти колонии могут выделять другой фермент, тилокоген. Und das kann auch ein Ferment heraussuchen. Тилокоген. Который натягивает на тебя ткань, соединительную ткань. Das auf sich auch Gewebe an sich zieht. Поэтому каждая опухоль Deshalb jeder Tumor ist mit einer Zelle umhüllt. Онкологи знают, что до самой опухоли трудно добраться. Вот эта капсула ее защищает. Deshalb weiß jeder Onkologe, dass die Kapseln diese Kolonien schützen. Тем самым трихомонады как бы находятся отделены от органа или от ткани, где они создают свою колонию. Die Trichomonaden tun sich vom Gewebe etwas entfernen, wenn diese ihre Kolonien bilden. Эта опухоль называется доброкачественной. Und diese Geschwülste nennt man dann die gutartigen. Но когда помимо этих новообразований, которые могут быть их много, может быть, в том числе и в стенках сосудов. Und wenn diese Geschwülste aber ins mehr innere ans Herz gelangen, и другие паразиты, бактерии выделяют токсины, закисляют кровь и весь организм в целом. Und wenn andere Bakterien tun das Körper vergiften, тем самым ослабляется иммунная защита, иммунитет. Tut sich auch die Immunität vom Mensch sich schwächen. И тогда вот эти раковые клетки начинают прорастать. Dann tun sich die Krebszellen anfangen zu wachsen. Выходить за пределы. Die tun sich weiter Kapsule. Von der Kapseln rauswachsen. Некоторые клетки отделяются от опухоли, отделяются. Manche Zellen tun sich entfalten. Так происходит метастазирование, метастазы. Und so tun sich die Metastasen bilden. То есть все начинается с паразитов,
потом образование доброкачественной опухоли, а потом злокачественной опухоли, метастазирование. Also, der Anfang kann man suchen bei dem Parasit, davon tun sich dann die Geschwülste bilden und so weiter. Но любая опухоль, доброкачественная, злокачественная, метастазы – это трихомонады. Ist aber egal, ob diese Geschwülste bösartig oder gutartig sind, die sind alles Trichomonaden. Это легко проверить. Das kann man auch untersuchen. Noch eine Frage? Ich habe eigentlich keine Frage. Ich wollte nur eine Bestätigung hier mitteilen und unsere Beobachtungen in unserer Praxis. Wir beobachten seit Jahren, dass fast bei vielen, bei allen Krebspatienten die Trichomonaden in Hyalinosode von der Firma Hale positiv ist. Das haben wir energetisch ausgetestet. Genauso ist es auch bei vielen Patienten, die Infarkte hatten. Also bestätigt sich unter Umständen auch die Theorie, dass Infarkte Trichomonaden bedingt sind, dass es Kolonien von diesen Trichomonaden sind. Wir haben auch weiter therapiert mit sehr guten Erfolgen und den Patienten geht es sehr gut mit Kombination auch von Iskador und natürlich die ganze Entgiftung und dazu. Und unter Umständen auch Psychotherapie, wenn es nötig ist. Aber was sehr interessant ist, dass diese Trichomonaden in Hyalinosode von der Firma Hale nach einer energetischen Austestung fast bei allen Krebspatienten, es gab bei uns nur 2 Krebspatienten, die diese Trichomonade nicht positiv hatten und bei sehr vielen Infarktpatienten. Dankeschön. Так, выступающий, только что выступивший врач сотрудничает с доктором, который 90 лет. Diese junge Frau tut mit einer Ärztin arbeiten, die schon 90 Jahre alt ist. Я говорю здесь не о возрасте. Es ist jetzt aber jetzt nicht jetzt das Alter unbedingt hier ausschlaggebend. Просто она работает с тем врачом, который как бы работала 50-70 лет назад. Allerdings ist wichtig einfach zu sagen, dass sie schafft mit einer Ärztin zusammen, die die Theorien unterstützt und schon vor 50 Jahren es schon untersucht hatte. А тот период был расцветом паразитологии. Und damals vor 50 Jahren war das eigentlich eine Welt von Parasiten. Тогда занимались и трихомонадой, и гельминтозом. Damals hat man auch viel sich mit Parasiten und Helminten sich beschäftigt. Und mit diesen Krankheiten lagen Menschen im Krankenhaus und haben Ärzte die behandelt. Книги, написанные мной, легли там на благодатную почву. То есть, как бы произошло возрождение. Das ist alles in ihren Büchern beschrieben und sie tut auch diese Zeiten erwähnen und sagt, diese Zeit ist wie eine Wiedererstehung. Возрождение понимания того, что все-таки все болезни вызываются биологическими организмами. Das wiederum bestätigt, dass die Krankheiten eine biologische Art haben. Nochmal herzlichen Dank und ich hoffe, ich glaube, sie ist wirklich einen ganz, ganz lauten und langen Applaus wert. Vielen Dank.